Ja, hallo Leute, hier mal ein cooler Beitrag, plus minus, von NWR, so ein kleiner Kanal zum Thema Energiewende, und da kann man mal aus erster Hand erfahren. Ich finde die kleinen Sender teilweise auch sehr, sehr authentisch und ehrlich. Da kann man aus erster Hand mal erfahren, was für ein Kasperlhaufen bei uns da in der Politik oder sonst wo, die auch immer da die Fäden ziehen. Manchmal möchte man meinen, es bestimmen über unser Land ausländische Politiker, ja, die irgendwie deutschlandfeindlich sind, was die da, also teilweise, also wirklich destruktive Dinge da bestimmend werden, hier bezüglich der sogenannten Energiewende bei uns in Deutschland. Hören wir mal kurz für eine Minute rein. Ich link dann unten den Link, also fleißig liken, klicken und teilen. Ja. Kunden verlieren, wenn seine Stromkosten weiter steigen. Das Unternehmen stellt Druckfarben und Klebstoffe her, beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter, beliefert Kunden in aller Welt. Doch mittlerweile produziert seine Konkurrenz im Ausland mit viel günstigerem Strom. Katastrophe. Wir sind mittendrin in dem Problem. Jetzt ist der Strom schon, die Energie ist jetzt schon zu teuer. Sind jetzt schon nicht wettbewerbsfähig. Meine Kunden sitzen in Polen, meine Kunden sitzen in Frankreich und die sagen, warum sollen wir die nicht funktionierende Energiewende in Deutschland finanzieren? Überhaupt keine Veranlassung zu. Die kaufen dann eben bei Wettbewerbern, die im Ausland sitzen und diese wahnsinnigen Kosten nicht haben und teilweise eben auch zu deutlich günstigeren Preisen grünen Strom bekommen. Und Vollmann Chemie macht. Das ist doch genau dasselbe Bullshit wie beim Brexit. Wenn man meint, man könnte irgendwelches eigenbrödlerisches Gedöns machen, ja, also letztendlich als einziges Land in der großen, weiten Welt, genannt Planet Erde, irgendwelche Vorreiterrollen spielen und kein anderer macht mit, dann hat man sich quasi ziemlich idiotisch und desolat und gehirnamputiert, einfach selbst aus dem Markt, aus dem aktuellen Marktumfeld und den aktuellen ja, Marktbegebenheiten und Wettbewerben einfach rausgeschossen. Ja, also es sind sich wie so quasi so ein wirtschaftlicher Suizid. Ja, einfach total Banane. Wir leben schon allein innerhalb Europas und auch weltweit in letztendlich einer, ja, globalisierten Welt, wo wenn du heute irgendwie eine Entscheidung fällst als Land so groß wie Deutschland, selbst als Deutschland. Wir schaffen heute irgendwie von heute auf morgen quasi den Atomstrom ab oder sonstiges. Und sonst macht das keiner und sonst wird fleißig Atom gebaut, ja, inklusive Frankreich. Ja, Macron will mehr Atomstrom bauen, jetzt wieder fördern, also weiter investieren in Atomstrom. Die sind gerade mal, wenn du zufällig in Karlsruhe wohnst, ja, dann ist der nächste Atommeiler französische vielleicht weniger wie 300 Kilometer entfernt, ja, wenn überhaupt. Also am genialsten wäre es doch, wenn Frankreich genau neben der Grenze Deutschland-Frankreich einen Atommeiler hinbaut, ne? Das ist das Idealste, oder? Dann könnten wir alle sagen, ja, paar hundert Meter über die Grenze holen wir uns halt den Atomstrom, dann müssen. Aber wir sind grün, ja. Also eigentlich kompletter Wahnsinn. Also das hat mit Inkompetenz schon nichts mehr zu tun. Die Politiker, die da am Werke sind, die sind letztendlich geistesgestört. Ja, das kann man nicht anders sagen. Nicht nur die hohen Strompreise zu schaffen, sondern auch, dass sich der fehlende Strom auf das Netz auswirkt. Denn immer wieder kommt es zu Stromausfällen. Vor ein paar Jahren hat er deshalb Dieselgeneratoren angeschafft für zwei Anlagen. Der Probelauf für den Ernstfall ist mittlerweile monatliche Routine für Mitarbeiter Marcel Lange. Das kam schon öfter zum Einsatz, klar. Also wir sind angewiesen auf das Teil. Also im Fall eines Stromausfalls müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir unsere Serveranlagen mit Strom versorgen können. Und dementsprechend halten wir das vor, testen, warten das alles, dass wir das, wenn der Stromausfall kommt, wo wir nicht darauf noch vorbereitet sind, dass die Anlage dann auch sicher anläuft und funktioniert. Wenn natürlich alles runterfährt, haben wir natürlich Riesenarbeit, alles wieder hochzufahren. Also ist für uns ein Tag dann irgendwie Ausfall, schon bestimmt, ja. Wenn der Strom.
Mein Vater hat, glaube ich, so an die 30 Jahre im Elektrizitätswerk gedient, ne, kann man so sagen, als Staatsdiener. Und der hat genau so eine Diesel-Strom-Generatormaschine auch in der Garage stehen. Und das schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, der weiß warum. Ja. Und natürlich auch ein paar Solardinger auf dem Dach haben wir natürlich auch. Strom wegbliebe, hätte das fatale Folgen für das Unternehmen. Der gesamte Ansatz an Kleb- oder Farbstoffen muss dann entsorgt werden. Wir haben sensible Geräte, Anlagen, die wir hier betreiben, und mit Schwankungen im Stromnetz oder plötzlichen Ausfällen können unsere Anlagen nicht umgehen. Das heißt, wir geben Geld aus, wir investieren, um diese Schwankungen auszugleichen, beziehungsweise um bei einem großen Stromausfall, die wir eben inzwischen auch haben, kontrolliert runterfahren zu können. Und damit unsere Kosten und Risiko im Griff zu haben. Beim letzten Stromausfall belief sich der Schaden allein. Stromausfälle, Guys, Leute, was wird da groß? Also, ich habe ja auch mal eine Zeit lang mit IT-Security-Firmen zusammengearbeitet. Was wird da Geld in die Hand genommen, um Infrastruktur zu schützen? Ja, Kaspersky Lab und so weiter, ne? Es wird da Geld in die Hand genommen, um eventuelle Hacking-Angriffe zu Prävention zu betreiben, ja, damit eben keine Stromausfälle passieren. Und jetzt machen wir Idioten unsere eigenen, provozieren wir unsere eigenen Stromausfälle, weil es eben so kritisch ist, ja. Ohne Strom ist alles im Arsch, ja? Kann man eigentlich so sagen, ohne jetzt großtechnisch ins Detail gehen zu müssen. Also das ist was da, wo wirklich also wenn da die ersten Stromausfälle durch, sagen wir mal, wirklich tatsächlich kommen sollten in der breiten Bevölkerung und die dann nicht mehr irgendwie abgefedert werden können, also spätestens dann, ja, gehen die Leute auch in Deutschland auf die Straße. Also das ist schon mal sicher und das ist wirklich keine Übertreibung. Also Strom ist wichtiger wie, also Strom ist fast noch wichtiger wie Wasser, ja. Also du kannst 2 Tage ohne Wasser überleben, ja, aber ohne Strom, ich glaube, da gibt es so ein Zeitfenster, da müsste ich nochmal nachschauen, da gibt es auch so eine Dokumentation. Ich glaube, 48 Stunden ohne Strom und dann gibt es so Dominoeffekte, weil wir einfach alle just in time sind und dann sind die Regale leer und alles Mögliche. Also ungefähr genauso wichtig wie Wasser und ja, und atmen. Ja. Das ist vielleicht das Einzige, was noch wichtiger ist, aber dafür haben wir ja die Maske, ne, dass man sozusagen nicht mehr so richtig atmen dürfen. Beim Material auf 100.000 Euro. Mit der Zeit würden auch die teuren Anlagen Schaden nehmen. Und Henrik Vollmann fürchtet, dass sich die Situation noch verschärfen wird, will deshalb in weitere Sicherungsmaßnahmen investieren. Die Schwankungen im Stromnetz betreffen längst nicht nur große Unternehmen. Bettburg im Rheinland. Siehst du, jetzt geht es nicht nur zu den Großen, es geht schon zu den kleinen Unternehmen. Und nach den kleinen Unternehmen kommen die privaten Haushalte. Ne? Weil wo ist dann noch ein großer Unterschied von einer Bäckerei im Wohnblock zu den Wohnenden 3 Stockwerke drüber? Ne? Auch Bäcker Guido Bovelet hat ein Problem. Die Bäckerei ist berühmt für Bäcker ist gut genährt. Also der lässt sich auf jeden Fall schmecken. Ihr traditionell hergestelltes Brot. Doch dann kaufte sich Guido Bovelet nach 33 Jahren einen neuen Ofen. Und damit fingen die Probleme an. Immer wieder schaltet sich das Gerät von selbst ab. Man weiß am Anfang nur, der Ofen, der Brenner springt nicht mehr an. Ne? Und so ist das dann entstanden. Bei der Fehlersuche haben wir dann entdeckt, beziehungsweise die Monteure, dass der Ofen keine Störung hat, sondern dass nur eine minimale Stromschwankung gewesen ist.